Dann haben wir ehemalige Waldfeen, die das Ganze begleiten und umrahmen. Dreimal Marie, davon einmal Marie-Christine, Jessica, Elena, Kira und Hanna hat ja gleich noch eine Rolle zu spielen. Das ist ja diejenige, die wir heute verabschieden. Herzlich willkommen auch euch. Doch bevor es untergeht, es droht manchmal etwas unterzugehen, möchte ich mal diejenigen hier auch auf die Rathaustreppe bitten, die sich das ganze Jahr über um die Waldfee kümmern und die sich der Organisation, der Begleitung widmen. Und das sind einmal Sabrina Voss, besser bekannt als Sabrinity, die für das Fotoshooting sorgt und vieles andere mehr rund um das darum, dass die Waldfee auch ins rechte Bild gesetzt wird. Dann Frau Wommelsdorf, soweit sie noch hier ist. Sie ist zuständig für das Styling unserer Waldfee. Sie hat mir signalisiert, dass sie möglicherweise nicht mehr da ist. Das scheint auch so zu sein. Maria Morgenroth. Wo ist Maria Morgenroth? Das wäre schön, wenn Sie kämen, denn das ist wirklich der gute Geist hinter der Waldfee und die sich für das Waldfeenkleid vor allen Dingen verantwortlich zeigt. Sie wollte eigentlich kommen, ist aber noch nicht da. Vielleicht kommt sie später noch, dann holen wir sie hier dazu. Annette Kämmerling ist noch drin, da ist Frau Morgenroth. Frau Morgenroth, von Beginn an sind Sie dabei und deswegen müssen Sie heute auch mal ein bisschen hier auf der Rathaustreppe mit uns ausharren und stellen Sie sich am besten dazu, Sabrina dazu, dann haben wir alle, die hier mit ins Rad packen für diese große Aktion, zusammen. Annette Kämmerling steht direkt dabei, im Hintergrund und für den Arbeitskreis, Ideengeberin und vieles mehr für die Waldfee. Und Annette Walter ist auch dabei. Das ist, ja, ich sag's mal immer wieder, die Mutter der Waldfeen, die Mutter aller Waldfeen, die Kümmererin rund um die Waldfee und die Organisatorin das ganze Jahr über. Euch allen mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Damit, finde ich, haben wir einen schönen Rahmen gebildet, um jetzt einmal unsere bisherige Waldfee des Jahres 18/19 zu verabschieden und zum Zweiten die neue Waldfee, auf die wir alle gespannt warten. Ich kann Ihnen sagen, auch im Rathaus schon eine sehr angespannte Situation, um die neue Waldfee zu begrüßen. Zunächst mal, Hanna, darf ich dich nach vorne bitten? Hanna war die Waldfee Brilons im Jahr 18/19. Im letzten Jahr bei Brilon blüht auf, haben wir sie vorgestellt. Und das, was die Waldfee ausmacht und was die Waldfee zur Waldfee macht, ist der Feenstab, den sie noch in der Hand hält. Und den muss sie jetzt abgeben und damit endet ihre Zeit als Waldfee. Sie übergibt ihn mir. Danke, Hanna. Ich übergebe ihn mal sofort weiter. Madeleine hält ihn mal fest. Die nicht überlieferte, aber von uns noch stark als gefestigt angesehene Rechtsprechung sagt, dass diejenige oder derjenige, die der den Waldfeenstab in der Hand hält, auch die Waldfee ist. Also Madeleine, für kurze Zeit bist du jetzt mal die Waldfee, ja? Ja, liebe Hanna, deine Zeit geht vorbei. Du wirst uns ein bisschen was erzählen wollen über dieses eine Jahr. Was waren die Highlights? Was hat dich besonders bewegt? Was hat dir besonders Spaß gemacht? Was waren die besonderen Eindrücke? Du hast das Wort. Liebe Briloner, liebe Gäste, bevor ich mit der eigentlichen Abschlussrede beginne, darf ich jetzt noch kurz den Wettbewerb Hashtag Waldfee handgemacht vorstellen. Da wäre es ganz schön, wenn du etwas Plakat halten könntest, so es alle sehen. Die Briloner Waldfee ruft zu einem kreativen Wettbewerb auf. Jeder, egal ob 3 oder 93 Jahre alt, darf mitmachen und eine Briloner Waldfee gestalten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt basteln, nähen, malen, sägen und was immer euch sonst noch einfällt. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Noch mehr Informationen gibt es auf den Flyern und Plakaten, die ausliegen. Nun muss ich aber leider doch schon meine Abschlussrede halten. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ein Jahr lang die Briloner Waldfee sein zu dürfen.
Ich habe in diesem Jahr viel erlebt. Ich hatte die Ehre, hier in Bilon die Kirmes und das Altstadtfest zu eröffnen und war auf den Hansetagen und Festen in Rostock, Haselünne, Neuss und Wesel. Ich durfte ein Gedicht für die Westfalenpost schreiben und einen Kindergarten und ein Seniorenheim besuchen. Außerdem habe ich noch ganz viele andere Veranstaltungen innerhalb und außerhalb von Bilon besuchen dürfen. Am schönsten waren aber die Begegnungen mit den Menschen. Du hast eine tolle Waldfee, du hast die Stadt Brilon und ihre 16 Dörfer hervorragend vertreten. Dafür ganz herzliches Dankeschön. Und einmal Waldfee heißt immer Waldfee. Das sehen wir an denjenigen, die da stehen. Und um das zu zeigen und zu symbolisieren, haben wir für jede Waldfee eine Schärpe. Die musst du mir mal bringen. Machst du das mal? Dankeschön. Die Schärpe. Der 15. Briloner Waldfee, Hanna Ebert. Und dann bekommst du einen Blumenstrauß. Übergibst du Hanna mal den Blumenstrauß? Ganz hervorragend. Und als kleines Dankeschön dann noch einen Gutschein. Den übergibt Charlotte. Und damit dürfen wir dich wieder in das Privatleben verabschieden. Hanna, alles Gute dir und nochmals ganz herzlichen Dank. ...gemacht bei einem Wettbewerb, da haben sie gewonnen und deswegen konnten sie ihr gerade einige Fragen stellen und das können wir nutzen, euer Wissen, um schon mal ein bisschen über die Waldfee zu erfahren. Denn unter anderem wisst ihr, wo sie wohnt. In Bilon. In Brilon direkt oder in einem der Dörfer? In Brilon direkt. In Brilon direkt, also in der Kernstadt. Dann ist sie Studentin. Wisst ihr noch, was sie studiert? Das war total schwer zu merken, ne? Ich habe es mir mal gemerkt, ich glaube jedenfalls. Wirtschaftsingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Bauwesen. Jetzt mal wieder was Einfacheres. Ihr Lieblingsessen, weißt du das noch? Grünkohl. Grünkohl, ganz bodenständig. Und ihre Hobbys, Charlotte? Tennis spielen und reiten. Hat er noch was dabei? Ich glaube, Freunde treffen war noch dabei, oder? Also, aber vor allen Dingen Tennis spielen und reiten. Und du, Madeleine, hattest dir, glaube ich, noch gemerkt, warum sie Waldfee geworden ist. Das hatte dich besonders interessiert. Hast du so gefragt, ne? Nee? Dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Aber das kann sie uns ja auch gleich selber erzählen. Wir wollen sie jetzt vorstellen. Die neue Waldfee aus der Kernstadt. Hobbys haben sie gehört. Studentin und Lieblingsessen Grünkohl. Und wenn sie jetzt rauskommt, dann natürlich mit einem Trommelwirbel der Iserlohner Stadtmusikanten. Unsere neue Waldfee 2019-2020, Sarah Schleich aus Brilon.